Hallo zu einer neuen Folge Remember Me. Ja, in der letzten Folge haben wir die ja hier K.O. gemacht und unsere Kombo nochmal ein bisschen umgeändert. Jo, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Und ja, ich habe jetzt die noch nicht in die Aufnahme reingeguckt. Ich weiß nicht, ob der Ton jetzt so besser ist. Wie lange soll ich noch klettern? Kayri Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Okay. Ich hoffe, jetzt bin ich nichts abgebrochen hier. Okay, wir sollen hier weiter folgen. Okay, das ist rot, das ist auch rot. Okay. Achtung, Sturzgefahr. Ach, wirklich? Jetzt sollen wir nach oben? Ach ja, wir sollen nach oben. Ah, da hat er ja gerade erzählt, ne? Ja, genau, mach mal zu. Gibt's denn nichts zu sehen? Oh. Okay. Wo lang jetzt? Okay. Ach, der wird auch gesucht, oder wie? Oder? Wir werden gesucht. Und wir auch. Okay. Gefahr. Oh. Das war eng hier. Okay, irgendwo. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Ah, okay. Achso, wir müssen noch öffnen. Ich wollte gerade sagen, so, warum kommen wir da jetzt noch nicht rein? Kann ich wieder? Okay. Was haben wir hier? Oh, sieht das denn hier aus? Hatte jemand Spaß hier? Oder welche? Nicht nur einer, oder? Könnte mehrere? War das das, was der, gerade gemeint hatte, so? Hm. Aber jetzt aber nicht nochmal wieder hin. Ach, hier. Z-Page! So, was haben wir hier wieder? Bleib dran! Jupp, bleib dran! Aufmachen? Also. Aha! Aber der ist jetzt drinne. Das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, oder? Wenn sie sich hinter einer Mauer befinden. Ah, ach so. Okay. Das macht ja Sinn, ne? Okay, ah. Wir haben das Ziel erreicht. Wenn ich manchmal so langsam rumlaufe, so unkontrolliert, dann ist das mein Joystick. Ich muss mal einen neuen besorgen. Der bleibt dann so stehen und dann läuft der automatisch. Die Person. Okay. Jetzt geht's weiter hoch hier. Du hast toll damit oben, aber nun hast du es mit Kid Christmas zu tun, Schatzi. Volle Kanne. Aha. Okay. Ja, guten Tag. Hallo. Was? Raus aus mir! Und dann? Okay. Eine Belastung!
hier wieder was freigeschaltet. Okay, wir haben wieder ein Ding da. Aber wir haben hier keine Kombos freigeschaltet. Das bringt uns also nicht so viel. Gott. Dein Ziel sollte nun ganz nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Die Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Ah. Hört auf zu bibbern, Bürger. Euer Chef ist da. Live und lebenswert. Ich gewähre euch das Privileg, dabei zu sein, wenn ich für euch den Staatsfeind Nummer 1 erledige. Ja, das sah aus wie der eher so eine Tretmine. Das rote Ding da. Mhm. Lieber ein bisschen aufladen. Ist besser als gar nichts zu haben. Ja, sieht mal einer an. Dün, dün. Man muss ja aber viel klettern, ey. Was, ne? So. Aber ich glaube, wir haben sie gefunden, ne? Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Komisch. Wirklich komisch. Ziel erreicht. Erinnerung. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell, ich muss einen sicheren Kanal finden. Raum aufs Dach, ja, wieder. Kann ich hier durchlaufen? 3-5. Freund. Ja, natürlich. Nein. Das ist doch nicht wahr, oder? Nein! Ah, will ich mich beeilen? Ah, hä? Ist das jetzt wahr? Wie soll man das denn machen? Ich kann ja nicht springen. Ah, okay. Ah, so. Ich hab's aber. Ich hab's gleich. Ach nee, ich bin doch nur ganz grob gegengekommen. Ist das jetzt mal dein Ernst hier? Okay, verkehrt rum. Ach ja, Leute, das wird ja was. Das ist eher nur Timing statt können. Guck mal, da hinten steht der Eiffelturm. Sind wir in Paris? Weiß nicht. 200. Okay, gut.
ich eventuell nicht. Aber hier ist was. Gehen wir jetzt hier rein. Yes. Ach so, okay. Okay, unter irgendwelche Dingern da ist noch so ein Ding. Verdammt. Ziel gelang aufs Dach. Ach, guck mal. Da ist schon ein bisschen offensichtlich. Gelang aufs Dach. Hörst du mich? Nelin, hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe Kids Malware umgangen. Schick mir die Codes, schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechner des Saint-Michel-Damms hacken und... Auf frischer Tat ertappt. Schamlose Errungenschaften. Nelin, nach all dieser Zeit noch immer auf der Verliererseite. Können wir uns? Also, kräftig. Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die beste. Aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt, den Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist? Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön. Zeit für die Christmas Show! Weihnachtsshow? Okay. Haben wir Weihnachten oder was? Ja, toll. Ey, der ist auch immer live, wa? Was ist da? Hä? Wir sind in einer Arena. Okay. Und wieder 3 Millionen zu. So, komm her. So. Ich will dir zeigen, was Kids Hammer kann. Es ist Zeit. Alles vergessen hier. Nun treff. Treff. Oh, ich bin schon laut, ne? Tut mir leid. Aber gut, dann kann ich das hier mit auch nochmal mit gut abwischen. Ja, komm her, du. Ja, komm her. Ja, das ist nicht so einer. Oh, ah. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Komm mal. Sie will eine Show haben. Bitte sehr. Was bist du mal da? Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Ja, verfall die Flasche. Das tut gut. Aua. Okay, du bist halt Masochist. So. Oh, kleiner Kuppel. Kuppel, da du. Yeah. Na du. Gut gemacht, Mädchen. Ja, na. Du bist nun im letzten Teil der Show. Sei still und kämpfe. Das müssen wir auch, glaube ich, kämpfen. Spielen jetzt. Ja, was kommt da gleich noch? Zeit für Totenloo! Na los! Hört schon! Wir sind doch nicht mal im Chat! Achso, ja gut, das geht ja so. Alles schon vergessen.
Ah! Das hast du gespürt, wie? Aua! Ein Geschenk von mir. Muss schon sagen, die hat Mumm. Also, sie will eine Show haben. Bitte sehr. Keine Regeln, keine Faust. Aua. Fress Dreck. Aua. Machst du dein Weihnachtsgeschenk? Aua. Halt die Fresse. Ein Geschenk von mir. Oh. Führen Sie den nächsten Schritt aus. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Oh, und wieder 3 Millionen Zuschauer. 3 Millionen? Pfeffer in die Fresse. Ich kann doch nichts, Alter. Komm, das schaffst du. Okay. Das hast du gespürt, wie? Ein Geschenk von mir. Was sind die Kunden? Also die Schilder sind besser irgendwie. Jetzt wird retten. War das so? Hier, wie heißt das? Diese Clip-Dinger da. Das war's? Ach, Kid. Nach all diesen Jahren. Noch immer auf der Verliererseite. 3 Millionen Zuschauer. Nein, nicht hier. Nicht vor meinen Fans. Och. Och. Finger wie ein Schmetterling. Ne, fliegen wie ein Schmetterling. Nein, nein, halt. Lass uns reden. Ich geb dir. Was? War deine Gedanken, du. Am besten eine schöne Gedankenkraft, ey. Den Kampfstil, das gefällt mir irgendwie. Oh. Was das? Hallihallo. Wie geht's denn so? Jetzt haben wir sein komisches Gerät da. Seine Gedankenschussgerät da oder was weiß ich, keine Ahnung. Nellen, dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der terroristische Gegenangriff in wenigen Minuten. Nutz die Verwirrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Okay. Spammer, der von Kid X-Mass erfundene Spammer verschießt Datenimpulse der Feinde betäubt und ihre Sensen beschädigt. Feuerfrei achten sie jedoch auf die Überhitzungsanzeige. Ah, okay. Drücke LB zur Aktivierung. Ich kann nichts aktivieren hier gerade, aber egal. Ich kann hier nichts aktivieren. Hä? Oder muss ich das hier erst wieder in Kombo aktivieren? Irgendwie nicht. Status. Oder ist mein Controller jetzt ganz kaputt?
guck mal hier. Kann man noch was lesen zu den Tipps? Tipps? Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Diese anderen Dinger da. Okay. Okay, ach, da können wir da. Okay, gut. Aufnahmen? Okay. Tagebuch. Ach, das war mal mehr eben. Genau so. Ich kann LB nicht drücken. Also, wenn ich drücke, da passiert nichts. Ach, okay, gut. Brauche erstmal ein Ziel. Dann geht das auch. Kann ich jetzt hier so raus? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Jo. Eben hatte ich diesen Kompass da eingesetzt. Ach, okay. Nur da. Noch einer? Nee. Ah, okay, gut. Schon nützlich dieses Ding. Oh. Okay. Gut, auch nicht gut. Oh. Ich bin Lilin. Dieses Mal erinnerst du dich an mich. Okay. Weihnachten ist vorbei. Wissen Sie, heute Morgen um 10.47 Uhr heulten in der ganzen Stadt die Sirenen, als der Saint-Michel-Damm plötzlich brach und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Sensen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Damms blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Dieselbe Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neo-Paris einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Das waren die Nachrichten. Okay. Schließt du die Tür auf? Okay, was das auch bedeuten soll, keine Ahnung. Mit den Architektencodes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können. Und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt. Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Okay. Starke Spannung, tiefer Ausgang.
Okay. Wenn Sie sich hinter einer Mauer befinden, können Sie Drohnen... Okay. Ja, Hebung. Okay. Okay, Nelly. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? Okay, und damit würde ich sagen, ist auch diese schöne Folge vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss.